0:0 beim KFC Uerdingen. Björn Rother steht bei uns. Björn, eigentlich sagt man ja immer, auswärts ein Punkt ist in Ordnung. Wie ordnest du den Punkt heute ein? Ja, jetzt direkt nach dem Spiel bin ich natürlich erstmal enttäuscht. So wie, denke ich mal, die ganze Mannschaft. Wir wollten natürlich unsere Serie halten. Aber klar, Siege schmecken natürlich deutlich besser als ein Unentschieden. Heute ohne Tore. Ich glaube, wenn wir in der ersten Halbzeit früh in Führung gehen mit den Chancen, die wir haben, dann läuft es wieder ein bisschen besser von der Hand. Und sowas, das Spiel, was wir erwartet haben, mit viel Kampf, auch vielen langen Bällen. Und ja, dann musst du aber auch erstmal dagegen halten und das haben wir getan. Du hast am Mittwoch auf der Pressekonferenz schon angesprochen, die individuelle Qualität der Uerdinger. War es auch die Qualität heute, die euch, die es euch besonders schwer gemacht hat, ins vorderste Drittel vorzudringen? Ja, du musst halt immer aufpassen bei den Jungs, weil die sind draußen natürlich sehr schnell, auch ballsicher, und das ist natürlich nicht einfach zu verteidigen im 1 gegen 1. Und das mussten wir heute mit viel Kraftaufwand als Mannschaft verteidigen, und ja, das haben wir getan, aber natürlich nehmen wir uns auch vor, mehr Akzente nach vorne zu setzen. Ja, nächste Woche haben wir den Landespokal, der steht vor der Tür. Da sind wir in Rathenow gegen Warnow. Was nimmt man sich bis dahin vor, bis die Liga wieder losgeht in 2 Wochen? Ja, also erstmal nehmen wir uns, denke ich mal, vor, dass wir im Pokal weiterkommen. Also ist jetzt wieder das nächste Spiel und das ist jetzt wieder erstmal das Wichtigste. Und von daher gucken wir jetzt die nächste Woche auf den Pokal und versuchen natürlich immer noch an unseren Schwächen zu arbeiten, was wir Woche für Woche machen. Und manchmal hat man einfach so Tage wie heute, wo vielleicht vieles nicht klappt. Aber du musst natürlich auch erstmal dann aus so einem Spiel ohne Gegentor rausgehen. Und ja, das sind vielleicht die positiven Dinge, die man heute mitnehmen kann. Glückwunsch zum Punkt, Björn. Dankeschön. Ja, Morten Behrens steht bei mir. Morten, 0:0 beim KFC Uerdingen. War schwer zu bespielen, dieser Gegner, oder? Ja, heute war kein gutes Spiel. Es war ein unruhiges Spiel, ein relativ wildes Spiel auch. Viele lange Bälle, viele Ballverluste, Hektik im Spiel. Deswegen konnten wir unser Spiel nicht richtig aufziehen. Am Anfang hatten wir noch ein, zwei ganz gute Chancen, aber danach konnten wir uns nicht mehr viel rausspielen. Ja, haben auch hinten Fehler gemacht, die uns nicht passieren dürfen. Aber am Ende, ja, wenn wir mit dem Punkt aus dem schlechten Spiel rausgehen können, ist es okay. Es gab zwei wirklich entscheidende Szenen für dich heute. Da warst du auf dem Posten. Einmal diese Fußparade in der ersten Halbzeit und vor allem in der zweiten Halbzeit dieser wirklich gute Schuss von Rodriguez Araya. Beschreibt man gerade bei diesem Schuss in der zweiten Halbzeit, wie der Ball da auf dich zukam? Ja, ich habe ihn relativ spät erst gesehen. Der kam ja aus dem Zentrum geschossen und ist auch vor mir nochmal aufgesprungen. Deswegen war es kein leichter Ball, aber ich bin froh, dass ich mich mal auszeichnen konnte, der Mannschaft helfen konnte. Und zu Null fühlt sich immer gut an. Genau, du sagst es zu Null und vor allem jetzt das 10. Mal ungeschlagen. Natürlich heute kein Sieg, aber trotzdem, was nimmt man mit diesem Punkt vielleicht mit für die Köpfe? Einfach, dass wir jetzt 10 Spiele ungeschlagen sind. Also viel mehr können wir vielleicht nicht draus mitnehmen. Also wie gesagt, es war nicht das beste Spiel von uns. Aber man sieht, dass wir schwer zu schlagen sind. Das ist ein Zeichen. Jetzt zu Hause gegen Rostock wollen wir wieder alles reinhauen, damit wir auch wieder 3 Punkte holen. Alles klar, lieben Dank. Gute Heimfahrt. Ja.